was anderes. Uli, wir sollten die Vocals, hör auch mich mal an, in dem Kühlhaus aufnehmen. Das ist mega geil, weil dann können wir da auch direkt ein Video aufzeichnen. Und dann sieht man uns hauchen beim Singen. Dann sieht man den Hauch. Den Hauch nicht mal an. Wie geil ist es? Kein Mensch lässt euch ein Studio in einem Kühlhaus aufbauen. Der Wind treibt Blätter vor sich her und seine Worte an mein Ohr. Und er steht schon länger hier und trägt vorbei Eilenden vor. Was die da oben sich erlauben, was sich im Verborgenen tut. Man lässt den Steuerzahler glauben, der Fortschritt tut uns gut. Deutschland ist eine Firma und Impfen ist Tabu. Merkel ist kein Mensch, weiß er von Xavier Naidoo. Ich stand zwischen allen anderen und lauschte. Er war gut darin, Passanten anzuziehen. Nach 10 Minuten predigt eine Pause. Da stellte ich mich sehr dicht vor ihn hin und sagte, hauch mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Hauch mich mal an. Ich wäre wirklich überrascht, hättest du nicht vom Schnaps genascht. Ich riech es bis hierher. Du stinkst nach Haschisch und Likör. Der Regen schlägt ans Fenster und sieh mir ins Gesicht. Sie saß hier wohl schon länger und sie wartete auf mich. Doch ich kam ja zu spät und sie deshalb zum Entschluss, dass wenn ich heute geh, es für immer sein muss. Die Sachen schon gepackt, da vorne ist die Tür. Bevor du sie gleich zuziehst, lass deine Schlüssel hier. Ich stand aufgelöst im Haus und ich lauschte. Sie hatte sich schon immer gut gestritten. Nach 10 Minuten Heulkrampf eine Pause. Da legte ich ihr den Finger auf die Lippen und sagte, hauch mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Hauch mich mal an. So wie du hier gerade zeterst, merkt man, dass du einen Tee hast. Ich riech es wie noch nie. Du stinkst nach Gras und Mon Cheri. Die Welt dreht sich um mich, nur der Schlüssel nicht im Schloss. Ich wundere mich kurz, da brennt noch Licht im Erdgeschoss. Dann ist da schon ein Schatten und schon öffnet sich die Tür. Nachts 3 in Deutschland und Mama steht vor mir. In dieser Situation greift meine Superfähigkeit. Die gute Nacht zu Mama sagen, mini nüchtern, hi. Gut artikuliert und ohne Stottern vorgebracht. Sie fragt, wo kommst du her? Und ich sag, gute Nacht. Trotzdem riecht sie Lunte, in ihren Augen blitzt der Zorn. Mir bleibt kein anderer Ausweg, nur die Flucht nach vorn. Ich sage, hauch mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Das macht nichts, dass du so spät noch wach bist. Ich riech es doch bis hier. Ich glaub, die Fahne kommt von mir. Allein der Kopf, was ich gesehen habe! Ja, und ich bin wieder rein! Ist alles drin! Da krieg ich alles rein!